Hallo und herzlich willkommen zu DIY bei Janssen. Da ich ein paar Sonos-Lautsprecher rumliegen habe, möchte ich euch heute zeigen, wie wir diese in Home Assistant integrieren und was wir danach mit dieser Integration anfangen können. Damit wir die Sonos-Lautsprecher hinzufügen können, muss der Home Assistant Server und die Lautsprecher im gleichen Netzwerk vorhanden sein. Dazu gehen wir zuerst auf Einstellungen, Gerätedienste, Integration hinzufügen, Sonos und Sonos. Möchtest du Sonos einrichten? Ja. Wie ihr seht, werden zwei Sonos-Geräte, ein Sonos Play 1 und ein Sonos Play 3, erkannt. Der eine ist in der WG im Wohnbereich und der andere steht bei mir hier unten. Erdgeschoss-Wohnbereich. So schnell und einfach habt ihr Lautsprecher von Sonos in Home Assistant hinzugefügt. Schauen wir uns den Play 3 an. Was könnt ihr alles machen? Wiedergabe. Rekordsieger. Zum achten Mal kürt uns der Retail Award zu Deutschlands Nummer 1 für Obst und... Und Pause. Ebenfalls die Lautstärke. Balance, Bass, Höhen, Tiefen, Überblenden. Berührungssteuerung können wir auch aktivieren. Ebenfalls die Statusleuchte. Ebenso könnt ihr auf den Sonos-Lautsprecher klicken und die Medien durchsuchen. Als Beispiel wähle ich die Favoriten aus, gehe auf die Playlisten und kann jetzt hier abspielen. Ebenso können wir Text-to-Speech verwenden, beispielsweise Google Translate. Hallo Janssen, du kannst jeden Text auf jedem unterstützten Media Player wiedergeben lassen. Home Assistant Cloud funktioniert bei mir nicht. Ebenso könnt ihr die Library von Sonos durchsuchen. Verschiedene Alben. Dauert ein wenig. Genres. Playlisten. Diese könnt ihr dann alle wiedergeben. Aber was können wir noch anfangen? Wir können zum Beispiel über Einstellungen, Automatisierung erstellen, neue Automatisierung erstellen, den Auslöser, den ihr hinzufügt, ist vollkommen irrelevant. Ich möchte euch die Aktion zeigen. Text-to-Speech. Und zwar sagt etwas über einen Media Player mit Google Translate. Ich möchte es auf dem Play 3 ausgeben. Bei mir ist das dieser hier. Und ich möchte, dass das wiedergegeben wird. Aktion ausführen. Hallo, du siehst gut über Wiedergutters. Als Language nehmen wir Deutsch. Hallo, du siehst heute aber wieder gut aus. Und wie ihr seht, können wir damit das Sprachmodell beeinflussen. Französisch.
Hallo, du siehst heute aber wieder gut aus. Lass uns auf Deutsch. Hallo, du siehst heute aber wieder gut aus. Und somit könnt ihr verschiedene Sprachansagen, wie zum Beispiel, dass eure Waschmaschine fertig ist, oder irgendwelche anderen Ansagen, wie das Wetter oder sonstiges, wiedergeben lassen. Ihr könnt natürlich auch mit einer festen Uhrzeit arbeiten. Zum Beispiel, wenn ihr wisst, dass ihr immer um 5 Uhr geweckt werdet. Aber wir fügen noch eine Bedingung hinzu. Mit den verschiedenen Wochentagen von Montag bis Freitag. Aktion hinzufügen. Media Player. Medien wiedergeben. Das Ganze wieder auf meinem Play 3. Und ich kann noch die Medien auswählen. Ich möchte meine Favoriten haben. Und ich möchte diese Playlist haben. Testen. Und es funktioniert. Schnell aus, sonst gibt es noch Probleme. Jetzt kann ich die Automation speichern und nenne sie Weckdienst. Bedeutet jetzt jeden Morgen um 5 Uhr an Wochentagen geht mein Play 3 an mit der von mir gewünschten Playlist. So, heute habe ich euch gezeigt, wie ihr Sonos-Lautsprecher in Home Assistant integriert, wie ihr eine Sprachausgabe darüber ausgeben könnt und wie ihr zum Beispiel eine Weckautomation jeden Morgen um 5 Uhr an Wochentagen einrichten könnt. Dies sollte nur ein kleiner Vorgeschmack sein, was man alles mit diesen Lautsprechern anstellen kann. Eurer Kreativität sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal.